Liebe Zuschauer von Stricker TV, ich darf präsentieren, der Severin, das ist der Mensch, der Schweizer Fernsehen unterbrochen hat, dass man einen Livestream raus. Gell, so war es das? Ja, so war es, ja. Also es war eigentlich ein Zufall, dass ich nicht wusste, dass die gerade in Basel über das berichtet. Und ich bin einfach dort dazu gesprungen, oder ich habe das einfach gesehen. Und ich habe einfach nur erfahren vorher, eigentlich zwei Stunden vorher habe ich erfahren, dass die Maskenpflicht in Basel in den Läden eigentlich kommt. Und meine Freundin und ich, wir sind absolut empört gewesen, wieso jetzt genau in dieser Zeit, wo wir haben, glaube ich, 8 Hospitalisierungen im Spital, es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar, wieso jetzt diese Massnahmen gekommen sind. Und ich bin jetzt einfach, ich habe es gesehen, das Schweizer Fernsehen, dass es dort ist. Ich habe nicht gewusst, dass das Thema war. Und es war einfach ein Zufall gewesen. Ich bin einfach reingesprungen, einfach gefunden, ich muss mein Statement dort dazu geben. Es ist einfach nicht korrekt, was das Gesundheitsdepartement einfach macht. Ich habe auch noch mit denen auch noch geredet gehabt. Und es ist einfach, ich kann es nicht nachvollziehen. Und das ist eine super Sache, das ist ein Aufruf, alle, wenn ihr immer Schweizer Fernsehen noch seht, du bist am Streamen, geht dazwischen. Springt dazwischen, und sagt eure Meinung. Genau, super. Und was ich wundern, ich möchte ein laut reden, weil da viel Hintergrundlärm, also Lärm, sehr schöner Lärm von der Demonstration in Bregenz. Bist du fast noch mehr erschüttert, wie wenig das die Leute sich darum kümmern? Also ich bin extrem, ja. Ich bin empört über Politiker, aber eigentlich noch mehr über die Leute. Wie geht dir das? Das geht mir genau gleich. Wenn du die Leute fragst, sagen nichts dazu, sie sagen, ja, es ist jetzt halt so, wir müssen jetzt halt mit dieser Situation leben. Und es sagt einfach niemand so etwas. Und auch wenn man etwas sagt, dann wird man gerade angegriffen. Man wird eher gerade man ist ein Verschwörungstheoretiker oder weiss nicht was. Das bin ich absolut nicht. Ich bin in dem Sinn, ich sage einfach, die Massnahmen sind überdimensioniert und es ist in dem Sinn, man wird einfach immer in die Ecke gestellt, wenn man das kritisiert. Und ich finde, man sollte einfach eine Meinungsfreiheit, man sollte sich können äußern generell und einfach eine andere Meinung dazu haben. Und wir leben jetzt wirklich in einer Zeit, wo man kann sagen kann, früher hat man als kritischer Mensch geholt, wenn man die Sache hinterfragt hat. Wenn man heute die Sache hinterfragt, dann ist man eben ein Spinner, Verschwörungstheorie, genau. Rechtshaltig. Genau. Und das ist nicht so. Das ist nicht so. Ja, das ist nicht so. Und hast du das Gefühl, bewegt sich etwas im Land? In Deutschland hat man das Gefühl schon, oder? Ja, ich habe auch das Gefühl, in Deutschland bewegt sich mehr als in der Schweiz. Auch wenn man schaut, ich war auch mal in Bern, es bewegt sich einfach weniger als jetzt im nahen Ausland. Also ich denke, in Deutschland, und jetzt auch nur schon die Demo hier, ist viel besser. Also als jetzt, zum Beispiel, was auch in Basel letzte Zeit gelaufen ist, es läuft nicht viel. Und das ist für die Schweiz, finde ich, ist das schon nicht gut. Hoffen wir das Beste. Nächstes Samstag ist Demo in Zürich, ab 5 Uhr, glaube ich, im FC-Platz. Und Berlin natürlich eine ganz grosse Nummer. Ich bin noch hin und her gerissen, ob Zürich oder Berlin. Ich will schauen, wie die Reise auf mich nehmen. Die Schweiz braucht ja auch jeden Mann, sage ich mal. Auf jeden Fall, jetzt ist der Moment gekommen, wo es fertig ist, zum einfach nur einen Livestream zu schauen. Jetzt ist es fertig, zum einfach nur sagen, Strich ist ein geiles Sicht. Das stimmt natürlich. Aber wichtiger ist, dass ihr selber euer Arsch lupft und ein Zeichen setzt. Ja. Steht auf und wehret euch gegen das. Super. Danke vielmals, revolutionären Akt. Handshake. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.